Moin, Sebastian hier. Wir befinden uns gerade mitten in unserem Frankreich-Urlaub und haben morgen einen ganz besonderen Tauchgang vor. Wir wollen in den tiefen Teil der Rescelles. Dieser Tauchgang hält für uns beide gleich mehrere Premieren bereit. Erstens ist es unser erster gemeinsamer Tauchgang überhaupt in der Rescelles. Zweitens ist es unser erster Trimix-Tauchgang in einer Höhle. Und drittens ist es unser erster Höhlentauchgang, bei dem insgesamt vier verschiedene Gase zum Einsatz kommen. Deswegen haben wir uns entschlossen, diesen Tag etwas ausführlicher darzustellen. Wie planen wir den Tauchgang? Wie bereiten wir ihn vor? Und wie führen wir ihn durch? Auf all diese Aspekte wollen wir in diesem Video ein klein wenig ausführlicher eingehen. Kurz zum Profil der Rescelles. Ganz grob gesagt kannst du dir die Höhle so vorstellen. Vom Eingang aus führt ein relativ großer Gang in knapp 10 Meter Tiefe, rund 200 Meter, in die Höhle hinein. Dann teilt sich der Gang. Nach links folgt ein flacher Tunnel im 5 bis 10 Meter Bereich. Nach rechts wird der Tunnel ein bisschen größer und fällt dann so relativ langsam auf eine Tiefe von nicht ganz 20 Metern ab. Nach ungefähr 400 Meter treffen sich die beiden Tunnel wieder und nochmal ein paar Minuten später geht es dann relativ steil runter von etwas über 20 auf ungefähr 50 Meter. Unser Tauchplan sieht jetzt folgendermaßen aus. Wir haben eine Doppel-12 dabei mit einem 1845er Trimix. Auf dem Hinweg verwenden wir einen 32er Nitrox als Travelgas, bis wir die 30-Meter-Marke erreichen. Und auf dem Rückweg kommt als Deko ein 50er Nitrox und später natürlich Sauerstoff zum Einsatz. Den Sauerstoff legen wir in der Nähe vom Eingang ab. Das 50er Nitrox kommt auf 21 Meter Tiefe weg und die Travel Stage hängen wir auf 30 Metern ins Seil. Wir schauen jetzt mal, was das Ganze dekomäßig für uns bedeutet. Und da kommt natürlich der Dekoplaner 4 zum Einsatz. So, als Referenz dient jetzt mal dieser Tauchgang, den Roberto und ich dort im letzten Jahr bis zur 30-Meter-Marke gemacht haben. So, wir fangen jetzt mal an mit 10 Metern Tiefe, 12 Minuten und einem 32er Nitrox. Dann nehmen wir natürlich den tiefen Gang. Da sagen wir jetzt mal Durchschnittstiefe 16 Meter. Wieder 12 Minuten, 32er Nitrox. Und zuletzt würde ich mal sagen 25 Meter, 6 Minuten, wieder auf dem 32er Nitrox. So, dann wechseln wir auf unser Backgas. Die Frage ist, wie lange das Backgas hält. So wie ich Harald kenne, haben wir, sagen wir mal, ungefähr 230 Bar in der Doppel-12. Wir kompensieren für eine Stage, oder besser gesagt für eine halbe Stage, falls sie auf dem Rückweg weg ist. Das heißt, wir ziehen erstmal 50 Bar ab aus dem Doppelgerät, bleiben 180 über. Davon können wir dann ein Drittel für den Hinweg und ein Drittel für den Rückweg verwenden. Das heißt, insgesamt haben wir 120 Bar in der Tiefe zur Verfügung. Wenn wir jetzt mal kurz ausrechnen, wie lange das hält, an der Oberfläche verbrauchen wir in 5 Minuten ungefähr 4 Bar aus der Doppel-12. In 50 Meter Tiefe haben wir 6 Bar Druck, verbrauchen wir 24 Bar. 120 können wir verbrauchen, das heißt, so ungefähr 5 Segmente oder 25 Minuten hält das Gas. Das packen wir jetzt auch noch in den Dekoplaner. Und zwar hier, Tiefe sagen wir 50 Meter. Zeit 25 Minuten. Und jetzt sind wir natürlich nicht so, wie er hier vorschlägt, ein 32er Nitrox, sondern ganz brav unser 1845. Jetzt haben wir die Bottom-Phase geplant. Jetzt setzen wir unsere Dekogase an. Da sind sie. Und tada, das hier ist unser Tauchgangsplan. Insgesamt 47 Minuten Deko, relativ viel. Die Frage ist, lohnt es sich jetzt, auf das Travelgas zu wechseln auf dem Rückweg? Das heißt, wollen wir vom Backgas direkt aufs 50er Nitrox wechseln oder gehen wir auf 30 Meter erst aufs Nitrox 32? Sind zwei Gaswechsel mehr, wird uns aber ein bisschen Deko sparen. Die Frage ist, wie viel Deko spart das? Und jetzt fügen wir hier einfach mal das 32er Nitrox hinzu. Und plan neu, eben waren es 47 Minuten. Jetzt sind es hier unten, siehst du es, nur noch 40 Minuten. Das heißt, wir sparen 7 Minuten Deko durch diesen Gaswechsel, durch zwei Gaswechsel. Wir müssen ja dann auch wieder zurück aufs Backgas, bevor wir aufs 50er Nitrox wechseln. Was würdest du sagen, für 7 Minuten weniger Deko, zwei Gaswechsel mehr machen oder nicht machen? Ja. Ja, ne? So geil ist es nicht, am Ende die Deko abzuhängen. Also wir machen den Gaswechsel und haben dann insgesamt nur 40 Minuten Deko. Wir haben das Gas, also wollen wir es auch benutzen. So, das war's. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber ich glaube, du hast gesehen, den Tauchgang kann man super leicht planen. Das hat jetzt vielleicht wie viele Minuten gedauert? 5 Minuten. Wir gehen jetzt ins Bett, wollen gut ausgeschlafen den Tauchgang machen, das heißt Zähne putzen und dann Licht aus.
Da sind wir. Du kennst die Racel bereits aus unserem letzten Vlog, deswegen verzichte ich an dieser Stelle auf die Führung. Außerdem regnet es draußen gerade wie Sau. Das Gas ist analysiert, das heißt, wir können den Kram aufbauen, die Stages rüberfahren und dann kann es auch schon losgehen. Neue Klohütte. Erstmal ausprobieren. Scheiße, das ist zu. Oder auch nicht. Der erste Höhlentrimestauchgang liegt hinter uns, hat alles sehr, sehr gut funktioniert. Die Bedingungen waren auch wirklich top. Die Racel hat sich von ihrer fast besten Seite gezeigt. Die Sicht war ganz, ganz okay. Wir hatten aber fast keine Strömung. Und was man ja wirklich sagen muss, im Fluss hier in der Sillé hat das Wasser 9 Grad und in der Höhle so 13 bis 14. Und das war vor allen Dingen beim Rauskommen ein richtiger Schock. Wir hatten eigentlich vor, in der Höhle auf Sauerstoff unter der Decke zu dekomprimieren, da waren es aber 7,50 Meter, da mussten wir doch raus und dann kam mir da das kalte Wasser entgegen und dann bin ich wieder ein Stück zurück und habe mich da unter so eine Nische im Eingangsbereich mit vollem Wing geklebt. Wie fandst du es denn, mein Schatz? Ich bin unter Wasser immer wieder geflasht, was wir uns da so alles angucken dürfen, weil es sind ja echt, wenn man jetzt mal sich die Weltbevölkerung anguckt, echt nur ein ganz, ganz, ganz paar Menschen, die da hin dürfen oder können. Und das erstaunt mich immer wieder und man möchte am liebsten immer mal weiter tauchen, aber das Gas oder auch die Tiefe limitieren einen da. Aber es war wirklich, wirklich, wirklich cool. Ja, es ist schon was Besonderes, das muss man sich immer wieder bewusst machen, finde ich auch. Das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort, mein Schatz. Bist ja richtig poetisch. Und wir essen jetzt Mittag. Ich habe so Hunger. Sie hat schon im Wasser Hunger gehabt, hätte am liebsten Fisch gefangen. Aber die hast waren du meinen schnell. Bauch gerade knurren? Nee. Und du hast es gehört, Höhlentauchen ist was ganz Besonderes. Wenn du das lernen möchtest, fängst du am besten mit einem Fundamentals an, als perfekte Vorbereitung auf deinen Cave 1. Und wenn du wissen willst, wo du den machen kannst, schau mal unten in die Videobeschreibung. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Sag's auch? Wir sagen bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi.
Habe ich Rotz an der Nase? Nee, hier ist ein bisschen Wasser. Wasser? Hier sind noch der Pickel, ne? Das ist aber auch besser, oder? Ja, ist jetzt abgekühlt, dann ist die Schwellung ist weg. Schwellung habe ich woanders. Was sollen die Leute denken? Das kommt nicht ins Video. Nein. Jetzt Contenance. Ich kann nicht, ich muss lachen. Geschafft.